Na? Hey, Mendoza. Sagtest du nicht, du willst erst an Bord kommen, wenn ich ein großes Schiff habe? Sagen wir, ich war neugierig. Bis du ein großes Schiff hast, kann es noch ewig dauern. Ich will auf keinen Fall verpassen, wenn sie dich erledigen. Okay, das ist na super. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Götzenanbeter, allesamt. Keiner von ihnen hat auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie es wirklich um die Geister im Schattenreich bestellt ist. Mit ihren Quacksalbereien bringen sie die Geister nur auf falsche Gedanken, auf dass sie nur noch mehr umherirren. Verflucht seid ihr Unwissenden. Ja gut, dann mach uns doch wissend. Du hast doch die Chance jetzt. Kannst du mir auch helfen oder machst du nur große Sprüche? Ha! Warum sollte ich dir helfen? Weil ich deinen Seelenstein sonst ins Meer werfe? Na schön. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Wenn ich dich begleiten soll, weißt du ja, wo du mich findest. Okay, erzähl mir noch was darüber. Kennst du das hier? Ist das Seelenstaub? Ja, aber er ist ohne Bedeutung für einen Menschen. Für uns Geister allerdings. Dann würdest du ihn mir abkaufen? Warum nicht? Für jeweils 5 biete ich dir Gold. Du weißt aber, dass man damit Seelen auch reinigen kann, oder? Das wusste ich nicht. Mit Staub reinigt man Seelen? Ja, er macht sie menschlicher, aber zeigen werde ich es dir nicht. Da musst du dir schon einen anderen Idioten suchen. Okay, mit dem gesammelten Seelenstaub können wir also Seele Plus kriegen, wie es aussieht? Ich habe meinen Geist verloren. Wie tragisch. Was interessiert mich das? Du bist ein Geist. Hilf mir, meinen wiederzufinden. Das ist nicht so einfach. Du bist nur ein leerer Fleischsack und dein Geist ist weit entfernt auf der anderen Seite. Er irrt dort herum und findet keine Ruhe, so wie wir alle im Schattenreich. Dann grüß ihn doch mal von mir. Hilf mir, mit ihm zu sprechen. Du musst ihn zu mir bringen. Hilf mir, mit ihm zu sprechen. Einen Dreck werde ich. Was mich angeht, gefällt mir dein Zustand so, wie er ist. Nur eine Frage der Zeit, bis jemand auch noch den Rest von dir erledigt. Und ich hoffe, ich werde es miterleben. Ach, das ist so ein netter. Warte. Ich speichere mal eben. Wir kriegen gleich Seele Minus. Ich weiß es genau. Außerdem wissen wir nicht mal, wie man Seelensplitter zerstören kann, glaube ich. Du wirst mir gehorchen, oder ich zerstöre deinen Seelensplitter. Pah! Meine Vernichtung wird an deinem Zustand nichts ändern. Nein, aber schaden wird sie mir auch nicht. Wenn ich es mir recht überlege, wäre ich ohne dich sogar viel besser dran. Ich denke, ich zerschlage deinen Seelensplitter gleich hier und jetzt. Mistkerl! Na schön, wie du willst. Ich denke, ich hätte da etwas, was dir helfen könnte. Oh, das gefällt mir gut. Gute Entscheidung. Wir werden noch die besten Freunde. Mein Freund, der Fleischsack. Was hast du anzubieten? Dein Körper ist schon halb tot. Trotzdem bist du noch kein Scharge der Unterwelt. Das heißt, dass noch eine schwache Verbindung zwischen deinem Geist und dir besteht. Um sie zu verstärken, muss dein Körper zur Ruhe kommen. Dann besteht die Möglichkeit eines Kontakts. Okay, also träumen. Sehe ich richtig. Träume? Du redest von Träumen. Ja, verdammt, wovon denn sonst? Leg dich einfach schlafen, du Idiot. Dann wirst du schon sehen, was ich meine. Du siehst mit den Augen deines Geistes und erlebst, was er erlebt. Die Verbindung hält nur leider nicht besonders lang und ist instabil. Ich kann dir helfen, diese Verbindung zu stärken und dir etwas mehr Kontrolle über deinen und über andere Geister zu verschaffen. Das gefällt mir super. Wie kontrolliere ich Geister? Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Okay. Wie kontrolliere ich Geister im Schattenreich? Du brauchst einen bestimmten persönlichen Gegenstand des Verstorbenen, dessen Geist du begegnen willst. Einige weltliche Dinge eines Verstorbenen üben auf seinen Geist im Schattenreich eine große Anziehungskraft aus. In deinen Träumen kannst du so leicht einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Aber Vorsicht, nicht jeder Geist, den du auf diese Weise anlockst, ist dir freundlich gesonnen. Du musst schon genau wissen, was du tust, sonst kann das übel enden. Wir könnten ja ein Okular holen, so ein Augenokular, und dann können wir dich ja besänftigen damit. Kann ich meinen Geist nicht irgendwie im Traum zu mir zurückholen? Wenn wir Geister wüssten, wie man zurück ins Leben findet,
Glaubst du im Ernst, dann würden wir auch nur eine Sekunde länger Geister bleiben? Ich habe keine blasse Ahnung und bin es auch langsam leid, danach gefragt zu werden. Wer fragt denn noch? Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? An Papa. Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart. Meinen Vater. Ist ja rührend. Na schön, wie du willst. Hast du denn etwas Persönliches von ihm? Er war meist auf See. Wir hatten wenig Kontakt. Für persönliche Dinge war da wenig Gelegenheit. Mir kommen gleich die Tränen. Na gut. Lass mal überlegen. Ein Gnom namens Jaffa auf Taranis rühmt sich damit, den Hut des alten Stahlbarts sein eigen nennen zu dürfen. Wäre es da nicht interessant herauszufinden, ob der kleine Quälgeist die Wahrheit sagt? Das schönste Geschenk der Welt. Naja. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Ach, scheiße, dieser elende Matt. Nein! Ich glaube, Risen ist gerade wieder abgeschmiert. Nein! Ich habe keine Ahnung, warum. Es muss an Matt liegen. Schöne Scheiße, du. Ich tapp mal kurz raus. Nee, ich glaube, das ist vorbei. Okay, ich würde sagen, dann muss ich ja schon die Aufnahme beenden. Na super, bis gleich. Kacke. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen, wo, naja, hat ja nicht lange gedauert, als wir hier auf der Insel waren. Wir haben das Gespräch mit Mendoza, habe ich gerade eben nochmal nachgestellt, alles gemacht, alles getan und, habe ich eigentlich hier... Die Schildkröten sind tot, ne? Die sind tot, man sieht es schon. Deswegen kullern die hier auch so runter und die geben dann Fleisch, weil die sind schon tot, die liegen hier nur so rum, weil der Mendoza ist ein sehr, sehr böser Mann. Der hat die einfach schon, guck mal, die auch. Die bewegt sich einfach nicht. Da weiß halt Bescheid, du kannst sie zwar so rumschieben, nee, nicht mal. Du kannst sie nicht mal rumschieben, die ist aber so schwer und so tot. Hier, siehst du, kannst du nur mit dem Schwert bewegen. Und dann ein bisschen Fleisch rausschneiden. Dann hat die tote Schildkröte wenigstens doch noch einen Sinn gehabt. Dann ist sie nicht ganz so umsonst gestorben. Nicht ganz so sinnlos. Man muss mir nicht danken dafür, dass ich der Schildkröte noch einen Grund gegeben habe. So, Muscheln. Schuppeln, wollte ich gerade sagen. Leckere Schuppeln. Heute gibt's Schuppelsuppe. Oh, die arme Schildkröte. Mann, der Mendoza ist echt böse. Wieso habe ich die Muscheln hier eigentlich... Und da hinten, guck mal, was ist denn da? Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Boah, jetzt... Das tat weh. Ja, aber nicht mir. So, da haben wir noch eine Schuppel. Die Schuppel nehmen wir mit und natürlich den Sandteufel auch nochmal ganz kurz ausluten. Hier waren wir offenbar noch gar nicht. Ich meine, wie offensichtlich ist das denn hier hinzugehen? Da oben schnarcht jemand. Das hat sich angehört wie ein Tier, war aber wohl keins. Also hier waren wir auf jeden Fall, das weiß ich ja. Aber hier haben wir offenbar auch nicht alles leergeräumt. Ich meine, Muschel ist Muschel. Und diese armen Schildkröten hier überall, ich finde das echt nicht gut. Ich finde das einfach nicht gut, dass hier überall diese toten Schildkröten rumliegen. Das kann ich nicht, also ganz ehrlich, das geht mir nah. Und hier schon wieder, das ist einfach, es ist nicht, das ist Unrecht. Das ist einfach Unrecht, wer tut sowas? Ganz ehrlich, wer tut denn bitte sowas? Ich finde das einfach, also ganz ehrlich, das zeugt von ganz schwachen Charakter. Wenn jemand, also so ein Mendoza hier über die Insel läuft und alle Schildkröten tötet, finde ich scheiße. Das muss einfach nicht sein. Auch vom menschlichen Standpunkt aus finde ich das ganz, ganz grausam. So, ansonsten, den Klingentänzer haben wir ja gelernt. Wir könnten jetzt natürlich schlafen gehen. Ach nee, könnten wir nicht. Weil, ganz ehrlich, ich will ja nochmal ganz schnell, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt das schwarze Herz zu den Eingeborenen trage, aber das mache ich mal eben nicht. Sondern wir düsen mal eben wieder zurück auf die andere Insel. Entschuldigung, Möwe. So, auf nach Taranis. Ich sag mal Taranis, Taranis. Mann, wieso sage ich mal Taranis? Ich weiß nicht warum. Bestimmt irgendein anderes Spiel, wo es Taranis gibt. So. Auch immer wieder sehr schön. Hier bin ich ja sehr gerne, aber ganz ehrlich, jetzt nehme ich mal die Abkürzung eben.
Und dann gehen wir mal zu Jafar, der uns hoffentlich den Hut überlässt. Das wäre sehr schön und sehr ehrenhaft. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Nur mal so, waren wir da schon? Ja, na nü. Guck mal, da hinten ist noch eine Spinne und hier liegt ein totes Gürteltier. War bestimmt Mendoza. Oh. Oh. Was ist denn dies? Entschuldigen Sie, Mann. Hallo, Brown. Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Ja, nein. Die Stimme erinnert mich an den Schiffbrüchigen übrigens und der scheint auch so ein bisschen gaga zu sein. Was erzählst du da? Ich? Nichts. Ich erzähle nichts. Du verwirrst mich. Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Mein Kopf dreht sich doch nicht im Kreis. Ich guck dich doch an. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwa so aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst. Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Der Raka? Was ist mit dir passiert? Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Ich dachte hier rein. Wo ist dieser Gnom? Oh, das willst du gar nicht wissen. Er bewacht den unteren Ausgang dieser Höhle, damit ich nicht zurück kann. Er hat mir meinen Rückweg abgeschnitten. Aha. Okay, na gut. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Man haut keine Gnome. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Warte einfach hier. Die Jugend. Sag dem Monster, dass er ins Lager gehen soll. Hier kann ich nicht mit ihm reden. Der gefährlichste Gnom der Welt. Na holla. Haben wir hier einfach mal die komplette Höhle übersehen? Und außerdem den Typen fast umgeschlagen. Da vorne haust sie schon, die verschlagene Kreatur. Oh, ein Pilz. Und er wartet vor der Höhle, das heißt, der ist vielleicht noch klar. Hallo, Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt. Was? Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Und Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Die Frage ist aber erstmal... Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur noch wirre Sachen. Raka befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Raka möchte weg hier, aber Raka will seinen Homie nicht alleine lassen. Das heißt, wir müssen ihn da rausziehen, oder was? Was wolltet ihr in der Höhle? Raka ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert und mit Gesicht in Pilze gefallen. Ah, okay. Erzähl weiter. Nachdem Brownie in Pilze gefallen ist, Raka wollte ihm helfen. Aber Brownie schreit Raka an. Geh weg, furchtbares Monster. Lass Freunde in Ruhe. Raka kriegt Angst und geht aus Höhle raus.
Raka war hin und her gerissen, wollte Brownie nicht alleine lassen, aber auch Hilfe holen. Aber dann du gekommen. Ja, auf jeden Fall, du sollst schon mal ins Lager gehen. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Sag Brownie, dass er in Lager kommen soll. Raka wird warten. Okay, können wir noch, ich dachte, ich kann noch mit ihm reden. Homie ist alle verrückt. Ja, gut. Daran ist nichts auszusetzen. Da hat er auf jeden Fall recht. Wir gehen gleich zu Brown. Wir haben hier echt schon wieder was übersehen. Das gibt's ja gar nicht. Risen! Du raffiniertes kleines Ding, du. Oh, ein Truthahn. Ich weiß, der hat einen Hühnerbollen, aber es ist ein Truthahn. Die sind so niedlich. Ich weiß gar nicht, wie Truthähne machen. Ja, keine Ahnung. Haben wahrscheinlich Google erfunden. Wo sind wir denn? Hä, willst du mich verarschen? Hier kommen wir zur Monasterie, zum Hafen. Ist ja gar nicht eine Monasterie, ist ja der Hafen. Das war... Ich wusste nicht, dass es in der Höhle noch weitergeht. Ich dachte, das wäre alles diese paar Dunkeldürrer da am Eingang und das wär's. Okay, dann sagen wir erstmal dem Brown Bescheid. Falls der uns zuhört. Also. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Mach du mal. So, der Brown ist ja auch... Guck mal, der Brown ist ja auch raus. Das heißt, die Höhle ist dann verlassen. Keine Pilzschnüffler mehr und wir gehen nochmal ganz kurz. Eigentlich wollte ich doch zu Jafar. Was mache ich denn hier schon wieder? Eine richtige Jafari mache ich hier stattdessen. Hoffentlich gibt es Jafarungspunkte. Oh Mann. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz hier unten auf diesen kleinen Vorsprung, den mich deucht, dass da ein paar Penunsen auf uns warten. Oder aber eine Sackgasse mit Knochen. Kann sein, dass wir hier schon mal waren. Ich weiß es nicht. Es sieht fast danach aus. Hier geht es einfach ganz normal hoch. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon gelootet. Oh, ein Gürteltier. Süß. Dieser Mendoza ist so ein Unhold. Ich finde das nicht gut. Über diese toten Tiere. Widerlich. Da sieht man mal, wie böse der ist. Wie abgrundtief böse der einfach ist. Dieser Mendoza ekelhaft. Hm. Federn. Wir kriegen Federn. Hallo, wir brauchen doch die Federn. Das ist immens wichtig. Oh, die kann ich nicht. Oh, die, oh Mann, die Enten nicht. Ich weiß, ich habe gerade eine weggeschlachtet. Ich meine, Mendoza hat gerade eine weggeschlachtet, aber ich kann das nicht. Ich mag die Enten wirklich. Die watscheln immer so süß. Enten sind süß. Guck mal, wie die watscheln. Nick, 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 nick. Hinten mit dem Schwänzchen. Nick, 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 nick. Enten sind super. Ab sofort werde ich keine Enten mehr töten. Die Federn kriegen wir auch anders und so einen Hühnerbollen, den ziehe ich mir aus dem Scavenger. Der müsste da auch eigentlich direkt größer sein. So, jetzt gehen wir mal zu Jafar. Vor Freude kugel ich mich auf den Boden. Nee, doch nicht. Ist ja jetzt aber. Juhu. Ja, lang nicht mehr hier gewesen. Was ist das Orange da oben? Ach, das ist so ein Stück vom Dach. Ich dachte gerade, da klebt da irgendwas am Dach. Irgendwas Interessantes. Hey, Jafar! Ich habe eine Frage. Kennst du Kapitän Gregorius Emanuel Stahlbart? Der alte Stahlbart? Jip, jip. Ich trage seinen alten Hut. Ist mein Aurikulki. Mein Matar hat mir damals diese Trophäe für meine großen Verdienste geschenkt.
bin sehr stolz auf mein Aurikulki. Jip, jip. Aha, dann gibt mir das sofort. Nein, wir sind natürlich höflich. Könnte ich mir deinen Hut mal kurz ausleihen? Tikipi? Bin ich Gaga? Nee, nee, nix da. Jaffa wird schön fein sein Aurikulki behalten. Granne Blemo, warum forderst du Aurikulki von Jaffa? Ich brauche einen persönlichen Gegenstand vom alten Stahlbart. Ah, Jaffa versteht. Große Zauber-Voodoo-Magie? Ja, 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 hier, eine große Prügelmagie. Nein, natürlich, so ungefähr. So ungefähr. Jaffa gibt dir Haarsträhne vom alten Stahlbart. Klebt seit Jahren noch im Hut. Homie, kurz warten. Na, Haarsträhne? Hier hast du Haare. Jaffa hofft, das reicht für deine Zauberei. Hm, okay, abgemacht. Vielleicht reicht es ja. Danke, Kleiner. Eigentlich sollten wir noch einen persönlichen Gegenstand, ich meine Haare... Ein Hut, den setzt man sich auf, den... Das ist ein persönlicher Gegenstand. Haare sind halt da. Ich kann aber nicht sagen, wenn ich mir jetzt mit dem Kamm ein Haar rausreiße, dass ich dann sage, oh nein, oh Mann, diese Schande, mein persönlicher Gegenstand ist mir ausgefallen. Das ist irgendwie falsch. So, und ich frage mich immer noch... Das mit dem Äffchentrainer. Hm. Was steht im Logbuch eigentlich? Ach so, ah, okay. Das sind die ganzen Quests, der Diamantschärfer. Ich weiß gar nicht, wo das dann kommt. Die Fiole, Kurbelwelle, Kalador, Takarigua. Takarigua ist ja unsere nächste Station. Kalador freue ich mich schon drauf, ehrlich gesagt, dahin zu düsen. Aber ich sage mal, save the best for last. Oh, da waren wir schon. Okay, dann düse ich mal ganz kurz zu Mendoza und gucke mal ganz kurz, was der aus der Haarlocke zaubern kann. Yo. Einmal rüberbeamen, bitte. Nein, mache ich nicht. Andererseits Hühnerbollen? Nein, mache ich nicht. Ich lasse die Enten jetzt in Frieden. Ich lasse es dabei bewenden. Auch mit den Flachwitzen. So, Mandy. La 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 la. Da 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 da. Oh, Mandy. Vorher nochmal speichern, weil ich Angst habe. Nicht, dass da wieder was passiert. So. Ach, guck mal. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Pah, Magier. Wir hätten sie töten sollen, anstatt sie zu vertreiben. Sie haben schon einmal versagt und werden es wieder. Die Gehirnwäsche, die sie den Menschen verpassen, wird nur so lange halten, bis die Schatten hier einfallen. Als geistige Führer müssen sie mit mehr Härte zu Werke gehen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Der Mendoza von der Inquisition, ne, der ist ja auch nicht gerade der Menschenfreund. Also ob wir jetzt die Bösartigkeit der Titanen zu spüren bekommen oder die Bösartigkeit von Mendoza oder die der Schatten, das sind drei gleiche Übel, würde ich sagen. Wobei Titanen vielleicht noch ein bisschen übler sind, aber so Mendoza war ja auch so ein machthungriger Sack. Ja, auf jeden Fall, guck mal hier, Haare. Ich habe einen Geisterköder gefunden. Ach ja? Dann lass mal sehen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil Haarsträhne ist ja nicht wirklich was Persönliches. Das ist ja mehr was Körperliches. Ich habe eine Haarsträhne vom alten Stahlbart. Hm, das sollte reichen, denke ich. Leg dich einfach ins Bett und schöne Träume. Ob die Haare den alten Mann anlocken, wirst du dann schon merken. Okay, das hat nicht so funktioniert. Also es hat funktioniert, aber ich hätte gedacht, es funktioniert nicht so rum. Naja, gut. Ich lege mich aber noch nicht ins Bett. Einerseits theoretisch und praktisch. Nee, machen wir noch nicht. Das machen wir später. Wenn wir eh ins Bett müssen. Aber jetzt würde ich echt gerne weiter. Wir werden früher oder später eh schlafen. Und dann treten wir Captain Stahlbart gegenüber. Da haben wir jetzt gar keine Eile. So. Und ich würde sagen, wir stechen den See auf nach Takarigua. Antigua, Krabbenküste, Insel der Diebe und hier oben Kalador. Da freue ich mich. Also ganz ehrlich, da freue ich mich wirklich drauf, nach Kalador zurückzukehren. Aber erstmal die bekannten Anlaufstellen aus Risen 2. Einfach nur... Huch. Einfach nur, um das Schönste tatsächlich für den Schluss aufzusparen. Nicht unbedingt für den Schluss, aber als nächstes Reiseziel. Nach Takarigua nehmen wir Kalador. Das sind auch so Riesen... Was ist denn das da rechts im Bild? Das ist, glaube ich, vom Schiff, vom Piratenschiff.